Hallo und willkommen zu diesem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ja, wie man sehen kann, wir spielen All the Mods 8. Ihr denkt euch bestimmt jetzt schon wieder, oh, schon wieder ein neues Modpack. Beziehungsweise ein neues Projekt. Aber, ja, mir war ein Missgeschick passiert. Ich hatte ja noch schon mal 4 Stunden Direwolf 20 aufgenommen. Dachte ich. Aber ich hatte OBS nochmal neu installiert. Neu installieren müssen. Aber dann habe ich vergessen, meine Hotkeys zuzuweisen. Das war nicht gerade sehr prickelnd. Da hatte ich mir erstmal überlegt, was mache ich jetzt? Soll ich da weitermachen? Das könnt ihr jetzt mal reinschreiben. Auf jeden Fall bringe ich jetzt auch mal All the Mods 8. Das ist im Grunde, ich sage nicht im Grunde genommen, es ist ähnlich wie Direwolf 20, nur die haben wir Quests. Ich habe es mir schon mal angeschaut und bin auch da fleißig am Spielen. Wie werde ich es hier machen? Ich werde hier Folgendes machen. Ich werde auch zwischen den Folgen mal was machen, wie zum Beispiel meinen gehen. Nur am Anfang, bis wir dann alles haben. Ich werde mich auf jeden Fall offscreen auch mit Mystical Agriculture beschäftigen, dass wir über diese Modifikation auch unsere Ressourcen generieren können, weil wir werden bestimmt einiges an Ressourcen gebrauchen. Ja, und jetzt am Anfang suchen wir uns erstmal eine Baufläche, wo ich mich dann niederlassen werde und halt bis zur nächsten Folge mal ein etwas größeres Haus baue, aber jetzt nicht technisches, nur mit Stein, Holz, was mir unten im Bergwerk dann zu finden ist. Wir werden uns auch mit der Silent Gear Mod arbeiten, weil da gibt es das Beste. Da kann man sich die guten Tools rausmachen. Quasi das Tinker's Construct für die 1.19. So, die Welt wird super, wird so heißen. Survival, normal. Cheats aus. Wir machen noch eine Bonus-Chest an. Wir nehmen mal als Seed. Jetzt bloß nicht vertippen. Genau deswegen. Er sagte es noch und vertippte sich. Bonus-Truhe ist an. Warum lasse ich die auf New World? Für den Fall, dass ich die Welt irgendwann mal auf einen Server ziehe. Ja, aber Server sind teuer. Ich habe schon mal geguckt. Das ist dann doch schon ein bisschen preisintensiv. Aber je nachdem, wenn ihr mich unterstützen wollt, unten in der Infobox ein PayPal-Link. Ihr könnt, ihr müsst nicht, ist vollkommen euch überlassen. Am besten supportet ihr mich mit einem Daumen nach oben, Kommentar, alles für den lieben YouTube-Algorithmus, wie man so schön sagt. So, ja, es lädt und lädt und lädt und lädt, 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 lädt. So, ich denke mal, die Folge wäre ich jetzt auch so knapp an die 30 Minuten lang machen. Also bitte ruhig bis zum Ende schauen, für den Fall, dass irgendwas kommt, was ihr nicht verpassen wollt. Irgendwelche Informationen. Wenn ihr Sachen habt, über die ich reden soll, schreibt es gern rein. Bevorzugt nichts Politisches. Das muss nicht sein. Ich will einen politisch freien Kanal machen. Oder habe einen politisch freien Kanal. Deswegen. Also ruhig mal gern über Themen, die ich reden soll. Schreibt es gern rein. Auch wenn es Fußball ist. Ich bin kein Fußballfreund. Meine Güte. Ja, also aktuell läuft es auch mit dem Hausausbau sehr gut voran. Der Dachboden ist jetzt so gut wie fertig, da fehlt bloß noch die Sockelleisten. Einmal auf dem Dachboden, einmal im Schlafzimmer. Und dann geht es runter in den Keller, wo mein Arbeitszimmer ist. Ah, ich hoffe mal, dass ich das bis zum Mai fertig habe. Und dann heißt es aufs gute Internet warten. Weil aktuell habe ich ja noch meine schöne Bambusleitung von 16 MB. Da lohnt es sich nicht mal zu streamen. Da ist schon ein Video-Upload relativ zeitintensiv. Cooler Spawn. Gleich am Dorf. Ruhe. Ist relativ egal. So, Tastenbelegung auf der Maus habe ich hier die Quests. All the Modium. Wir nehmen natürlich zack, zack. Welcome. Sehr gut, das Questbuch, das brauchen wir eigentlich nicht. Weil ich habe es mir auf eine Taste belegt, deswegen Tipps und Tricks. Hier ist okay, übertreib mal hier. So. Ore Generation, also die Erze generieren, also man kann gucken, wie sie generieren. Time in a Bottle werden wir uns so früh wie möglich machen. Ist okay, ist zu teuer. Das ist jetzt nichts für uns jetzt. Okay, das ist schon wieder verworfen. Ja, wir haben hier einige Quests, die wir durchgehen werden. Create werde ich versuchen, weil ich bin, gut, ich habe mich damit noch nie groß auseinandergesetzt. Das ist glaube ich, so eine gute Mod, eine sehr schöne Mod sogar.
Aber ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich habe Refined Storage, Basic Storage, da haben wir einige coole Mods drin. Aber wir gehen bei Getting Started, wir fangen da an. Zack, erstmal ein bisschen Futter holen und dann Holz. Das nimmt ja Gott sei Dank jedes Holz. Ich habe das ja umgelegt. Zack. Wir haben ja hier Feed the Beast hier dieses Mining. Feed the Beast Altimine. Deswegen nutzen wir das gleich mal. Ich würde auch gerne mit Spruce Wood dann bauen. Das passt ja gerade wie die Faust aufs Auge. So. Jetzt gehen wir gleich mal das Dorf plündern. Und da ist ein Dungeon. Oder es gehört zum Dorf. Ach, hier ist meine Kiste. Das ist schon mal sehr schön. Fackeln mitnehmen. Und Kiste. Sehr, sehr gut. Eine Spitzhacke. Lexica Britannia. Und ein Holz und was zu essen. So, okay. Dann schauen wir mal. Ist ja gut. Dann schauen wir mal hier in das zerrupfte Dorf rein. Wir nehmen erstmal alles mit. Emeralds. Emeralds sind immer schön. Die sind immer gern gesehen. Weil hier gibt es ja auch diese Wandering Trader. Die gibt es ja schon eine ganze Weile. Aber die verkaufen manchmal auch sehr schönen Stuff. Ja, komm, ich nehme erstmal alles mit. So viel wie ich tragen kann. Was ist das? Okay, Paper lassen wir auch erstmal liegen. So. Ah, Kisten, Kisten, Kisten. Bis auf das war jetzt nichts Interessantes drin. Nehme ich den Stone Cutter gleich mal mit. Ich nehme gleich mal mit. Das haben wir schon. So. Ah, sehr schön. Da werden wir schon mal die erste Zeit nicht verhungern. Wir müssen noch, glaube ich, 16 Planken machen. Sehr schön. Gleich mal kurz reingucken. Es wird wieder laut. Eine Wooden Pickaxe muss ich machen. Ich habe aber schon eine Stone Picker. Meine Güte. Ja, könnt mir nehmen wir so viel wie möglich mit. Ja, gut, dann machen wir mal eine Wooden Picker. Nur für die Quest und die lassen wir dann hier. So. XP. Da brauchen wir eine Steinschaufel, Axt. Okay, hier schießt er noch mit einem Bogen. Entweder, ach, hier ist auch noch ein Pillager Outpost. Die haben es natürlich nicht gut gelöst hier. Und was wir auch noch machen werden, wir nehmen gleich mal ein Bett mit. Oh, ein Ofen. Nehmen wir mit. Also, wir werden es jetzt nicht komplett gelootet bekommen. Bücherregale würde ich aber gerne mitnehmen. Wir haben auch diese hier Essensmodifikation drauf. Also, wenn wir bestimmte Sachen essen, also, ich glaube, man muss verschiedene Sachen essen, dann kriegt man mehr Leben. Werden wir auch nutzen. Was bist denn du für eine? Resin Bee. Aber. Ja, die müssen wir auch dann essen. Aber jetzt gucken wir noch schnell die letzten Häuser hier durch. Jetzt. Bücher sind auch immer gut, wegen Verzauberung später. Okay, wir können eigentlich gleich erstmal eine Runde spazieren gehen, ja. Hier gibt es aber noch so viel zu looten. Deswegen machen wir hier mal ein Waypoint. Dorf. Und suchen uns jetzt erstmal eine Location. Gucken wir mal ganz auf die Journey Map hier. Ja, hier haben wir einen riesen Dungeon. Und ein Meteorit. Das ist auch noch ein Implied Energetics B. Wir müssen quasi da lang laufen. Da sah es relativ angenehm aus. Sagte er und verzweifelte. Ja, also die Dungeons sind natürlich alle sehr cool gemacht, auch sehr herausfordernd. Ich habe bei mir jetzt bei meiner Privatwelt eine Base gehabt oder beziehungsweise ein
ein Dungeon gehabt, was ich erstmal quasi schnell looten musste rein und die Spawner ausleuchten, weil sonst wäre es nichts geworden. Ja, das müssen wir mitnehmen. Da muss ich irgendwas hier lassen. Wie viele Steine braucht man? 32. Gut. Da können wir dann nämlich die Quest dann abschließen, sobald man einen angenehmen Bauort gefunden haben. Jetzt nicht hier, das sind Schildkröten. Das Gute ist, wir haben schon ein Bett. Wir brauchen dann sozusagen jetzt keine Wolle farmen. So, ich wollte erstmal das Zuckerrohr mitnehmen. Ja, das Zuckerrohr muss man mitnehmen. Weil das brauchen wir auch für andere Modifikationen. Da muss ich wieder was finden, was ich rauspacke. Die Erde. Wollte doch gerade sagen, das waren mehr als nur 6. Mit Mechanismen werden wir uns ja auch beschäftigen. Da gibt es auch eine gute Variante, wie man da relativ günstig an Strom kommt. Beziehungsweise an viel Strom kommt. Jetzt nicht günstig, aber man kann damit gut leben. So, ja, mal nehme ich die mal mit. Ja, am Ende brauche ich die wieder. Bei roten Farbstoff. Roten Farbstoff brauchen wir ja für Mystical Agriculture. Deswegen gleich mal mitnehmen hier. Wir nehmen das mal mit. Dann lassen wir die Stöcke lieber hier, da können wir eben doch mal Stöcke craften. Okay, hier haben wir relativ eine ebene Fläche. Wir haben wie viel Eisen? 4. Kann auch nicht mal einen Eimer kann ich machen, allerdings wollte ich mir gern einen Hopping Bonsai Pot machen, quasi von der Modifikation. Dafür brauchen wir allerdings noch ein Eisen. So. Das heißt, ich denke mal, ich werde mich hier niederlassen, wirklich. Wir machen uns erst einmal hier eine Doppelkiste. Mal hier normale Kisten machen. Jede Kiste ist normal, aber das war halt von Quark. Bin ich mal gespannt. Gibt es die Vergiftung? Ja. Ne, Mana-Regeneration. Hau die mal weg, weil wir wollten erstmal von jedem plus 1 essen. Dann haben wir eine Kartoffel in der Ruhe. Einen rohen Fisch gleich mal reinzehren. Sweet Berries. Gleich weg. Okay, das Brot heilt uns erstmal fast komplett hoch. Fast. Komm, iss bitte. So, jetzt haben wir schon mal 2 weitere Herzen bekommen. Easy. Jo, es wird Nacht. Das ist immer gut, dass es Nacht wird. Dann können wir gleich mal einen Spawn Point setzen. Ich hau erstmal hier fast alles rein. Schlafen und dann machen wir schnell noch die andere Quest mit den Steintools. Axt, Schaufel. Dafür bräuchte ich allerdings vielleicht mal noch ein bisschen Holz. Hättest du die noch nicht weggeworfen? Ja, habe ich aber. So, zack, zack.
Vielleicht mal hier ein bisschen abholzen. Millimeterarbeit hier. Ja, da kriegen wir nämlich gleich noch was anderes hier. Noch ein paar Eicheln. Am besten muss ich hier wieder auch die ganzen Bäume wegmachen. Das habe ich in meiner anderen Welt nicht machen müssen. Da hatte ich nämlich gerade so ein Steinplateau gefunden, da habe ich mich drauf gebaut. Schick. So. Müssen wir ja bald noch eine Essenskiste anfangen. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Nee, das nehme ich mal raus hier. So, dann machen wir jetzt hier oben gleich mal das Essen rein. Können wir dann nämlich durchgucken, was wir noch nicht gegessen haben. Unsere Holzkohle ist fertig. Das Schöne bei der Tiny Kohle ist, die brennt halt wirklich pro Kleinstkohle ein Item. So, okay, wir machen jetzt mal. Eigentlich bräuchte ich noch ein bisschen Kies bzw. Flint. Damit ich mir die Silent Gear Tools machen kann. Zumindest erstmal aus Stein. Oh, da haben wir es doch was. Und da haben wir auch gleich Flint bekommen. Was ich eigentlich auch noch in rauen Mengen dann brauchen werde, ist Clay. Aber den kriegen wir, glaube ich, auch unter Tage. Wir machen jetzt noch mal ein was schnell. T slash at home base. Base, base, base. So. Zack. Ja, ein Rasenmäher muss ich dann mal noch spielen. Genau, hier machen wir die wichtigen Kisten rein. Ja, wir machen noch nicht mal alle Brote durchbrennen. Dann gleich, weil so viel Platz haben wir nicht. Genau das. Das kann da raus. Das Zuckerrohr muss ich später anpflanzen. Da haben wir auch noch was zu essen. Die Pumpkin sieht's raus. Das Stonecutter, den kann ich gleich hier lassen. Zack, zack, brennen uns mal gleich noch besseres Essen durch. So, was will ich jetzt machen? Ich will mir noch die Tools von Silent Gear hier. Es geht einfach ganz einfach um Craften. So, dann müssen wir uns so ein Crude Repair Kit machen. Schauen wir kurz rein, da kriegen wir noch Fackeln. Das ist gut, da können wir dann hier ausleuchten. Nochmal eine Kiste und ein bisschen XP. Backpack können wir noch nicht, da fehlt es an. Leder. Wir brauchen 8 Eisen, Kohle und Ofen. Ofen haben wir ja hier stehen, müssen wir dann bloß abbauen. Kohle ging auch Holzkohle, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das andere war 8 Eisen. Ja gut, das heißt, es ist noch nicht möglich. So, da müssen wir hier mal ganz kurz hin. Silent Gear. Und zwar, hier machen wir mal kurz akzeptieren. Da kriegt man, oh ja, stimmt ja. Nehmen wir gleich für die Silent Gear Mod. Nämlich gleich einige Blueprints, einmal für ein Schwert, Axt, Spitzhacke, Schaufel, und die sind wiederverwendbar. Es gibt natürlich auch noch diese aus Holz. Ja, First, der, ach so, kann ich noch nicht claimen. Dann da brauchen wir Blueprints. Im Grunde genommen, wir machen uns erstmal ein Very Crude Repair Kit. Wir brauchen ein Holz oder nee, sogar einen Stein und solche Template Boards. Und die gehen ganz einfach. Ein Flint und ein Rohholz. So. Zack. Zack. Wunderbar. Bin ich mal kurz gespannt, ob das mit dem geht. Nö. Nehmen wir gleich mal den Cleanstone hier. Das gibt gleich, das gibt Rot an sich. 2,5 Hungerkeulen. Das 3,5. Hat auch eine bessere Sättigung. Also, zack, rein damit. Das hauen wir auch gleich noch rein. Damit ich hier, wenn ich mir baue, ein bisschen Nahrung habe. Die ganzen Bäume müssen hier weg.
beziehungsweise in einem bestimmten Bereich. Das nächste, was ich noch mache, genau, Chunk loaden hier. Beziehungsweise nicht Chunk loaden, erstmal claimen, dass mir hier nichts explodiert, während ich hier baue. Also wir können hier quasi uns hier in dem Bereich austoben. Vielleicht machen wir auch noch den Bereich mit. Muss ich dann erstmal ein bisschen dann offscreen dann abstecken und abmessen. So, Brote noch rein. So, probieren wir mal, ob es jetzt geht. Ja, geht. Wunderbar. Und dann können wir das hier füllen. Das hat, wie viel kann da rein? 8 Items. Also 8 mal das Repair-Material. In unserem Fall Stein. Und dann legen wir die rein und zack, repariert. Zack, repariert. Zack, repariert. Ist natürlich noch nicht effizient, weil das gibt verschiedene Upgrades. Dann gibt es das Crude Repair Kit, das Stordy Repair Kit, das Crimson Repair Kit und das Azure Repair Kit. Und das geht mit Azure Electrum Ingot. Und das will ich gar nicht wissen, wie das Blend hergestellt wird. Okay, dafür brauchen wir Gold, Azure Silver Ingot. In der Perle, und wie kriegen wir das? Okay, das müssen wir meinen. Mining Höhe 30. Die 30, ja, okay, das wird bestimmt eine relativ große Höhe geben. Das Crimson war mit Crimson Steel Ingots. Okay, wenn wir, die gibt es meistens in Loot Chests, also müssen wir die mitnehmen. Beziehungsweise in den Dungeons. Das Strutty ist mit Eisen und Diamant, das hat er schon 40%. Allerdings kann man da 32 Items reinpacken. Das ist voll der Waldfee. So. Hier machen wir erstmal alles Krimskrams rein, Holz und so. Was sagt die Zeit? 22 Minuten, da bin ich noch relativ gut. Wir haben einen Bauplatz. Ich werde hier was Schönes hinzimmern. Ich hoffe mal, es wird schön. Ich decke das hier ein bisschen ab. Machen noch, wir können jetzt quasi noch einen kleinen Mining-Gang anfangen. So, Teeblatt. Das Schöne ist dadurch, dass wir hier ein Bett haben. Können wir auch dann wieder spawnen. So, jetzt machen wir uns erst einmal. Zack. Und Shift, ich nehme hier einen Mining-Tunnel. Dann muss ich mir mal die Fackeln schnappen. Mit F7 hier drücken, weil jetzt war es hier doch relativ dunkel. Und eigentlich wollte ich doch hier 5 haben. 1, 2, 3, 4. 5. Ah. Da war's. Falsche Taste. Und das macht dann halt wirklich nur einen Schafft nach unten. Und deswegen. Wir haben schon mal Soapstone. Ne, ich wollte gerade sagen, so wie es scheint, finden wir ja gleich noch eine Höhle. Aber demzufolge nicht. So, jetzt müssen wir noch mal gleich mal ein bisschen Kohle holen, damit wir die Quest abgeben können dann gleich noch. Naja, da brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Eisen, Speisen. So.
Okay, hier geht's schon quasi in eine Höhle. Beziehungsweise in eine kleine Schlucht. Ja, ist mir eine kleine Schlucht. Okay. Okay, wir haben Eisen. Und da war sie jetzt kaputt. Schnell reparieren. Wieder umswitchen hier auf Shapeless. Und da können wir das dann oben gleich durchbrennen. Ich glaube, da fehlt. Ah, ne, wir haben ja Roheisen. Ein fertiges Eisen schon. Okay. Ah, hier haben wir so eine. Um. Da kriegt man mal Gänsehaut. Beziehungsweise ich, weil es ist halt doch immer dann ein bisschen aufregend, Spannung. Und was haben wir hier? Oh, wir haben einiges an. Wollte gerade sagen, guten Loot. Habe das eigentlich noch kurz gesehen, dass da was Rotes aufgeblinkt hat. Also muss ich mir merken, erstmal unter jeden kleinsten Tisch schauen. Halle der Waldfee. Das war jetzt natürlich kurzer Schreckmoment. So, dann haben wir genug Platz. Ich denke mal schon. So, erstes Rüstungsteil. Ein Golden Pickaxe. Ja, okay, die sind jetzt nicht so gerade. Nehmen es mal mit. Im Fall der Fälle können wir die einbrennen. Oh, die ersten Diamanten. Und ich habe da keinen Platz. Dann lassen wir halt die Spitzhacken hier. Kohle gern mitnehmen. Gut, wir haben jetzt eine Eisenschaufel. Was macht die? Ist Tool Break 1x3 Area. Das muss ich doch mal glatt austesten hier. Aha. Das ist natürlich eine relativ gute allerdings. Eben. Wo war ich da? Bringt uns das jetzt keine Punkte, weil die dann irgendwann kaputt geht. Also, erstmal kurz. Nein! Muss ich hochlaufen. Hätte den Chat erstmal klären müssen und dann hätte ich das oben nochmal eingeben müssen. Eieiei, so, jetzt muss ich mich hier noch sputen. Nur noch schnell ins Bett kommen, weil oben haben wir noch nicht viel ausgeleuchtet. Hallo? Bam, bam, bam. Dann noch mal schnell runter. Und dann lege ich mich halt mal ganz kurz hier rein. Hätte ich eigentlich vorher machen können. Gut, aber nichtsdestotrotz sage ich erstmal an der Stelle. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Würde mich sehr freuen. Wir gucken noch schnell, was in dem Präsent gleich mal drin ist. Grave Dust. Machen wir hier rein. Noch was? Nö. Gut, dann sage ich erstmal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.